Anfang Effert, 1028 nach Bosporans Fall. Ein Monat ist vergangen, nachdem ein paar Helden ins Sonnenland eindrangen und Alwin von Bregelsaum um ein Artefakt baten. Das schwarze Schwert von Blutfaust konnte den Analysen im Heerlager nach dem jenseitigen Mordbrenner zugeordnet werden. Permanente Wunden, die das Sirkaian durchschnitten und die Waldlöwen von Leoma vom Berg ans Krankenbett fesselten. Nun verdichten sich jedoch Hinweise darauf, dass es weitere Vorfälle solcher Art gibt und der Paktierer nicht der einzige seiner Art ist oder war. Wieder einmal steht hier im Lager des Reichserzmarschalls vor den Ruinen der Stadt Werheim. Echte Helden werden gesucht und so habt ihr euch hier eingefunden. Oriana, Ardo und Travigo, ihr steht mittlerweile in einem kleinen Kreis um eine kleine Tonne herum, die angezündet worden ist. Und könnt euch schon unterhalten, als ihr seht, wie die anderen dazutreten. Asgrim Oryxun. Ich bin sehr groß, kräftig, trage einen Wolfsfellmantel und einen Streifschutz. Für viel mehr Kleidung hat es nicht gereicht. Neben einem kleinen Rucksack an der Seite nur noch eine martialisch aussehende Axt. Die Haare eingeflechtet sind Zähne und Knochen von Tieren. Und ja, ich knurre gerne. Ja, während er knurrend auf euch zutritt, könnt ihr einen weiteren riesigen Krieger erkennen, der auf euch zuschreitet, als würde ihm dieses Heerlager selbst gehören. Rafim ibn Kanawa von Romulus. Auch du trittst daran. Eine Beschreibung bitte von dir. Ein ungefähr 2,10 Meter großer Mann. Er hat relativ dunkel gebrannte Haut, aber keinesfalls ein Uthulu. Er trägt auf dem Rücken ein riesiges Schwert. Seine gesamte Rüstung ist immer noch blutig mit Schlamm, Blut. Er scheint einfach durch die Wildermark spaziert zu sein und hier anzukommen. Ja, derweil können sich Corian, Travigor und Ardo umdrehen und auch sie können gemustert werden. Corian hat sich wenig verändert seit letztem Mal. Er ist immer noch der große, breite Mann, den man mittlerweile vielleicht öfter in der Wildermark antreffen könnte. An seiner Seite hängt weiterhin ein großes, leicht gebogenes Schwert. Auf dem Rücken sieht man nur den Griff einer Waffe, der so ein bisschen den Mantel drüber gelegt hat. So, damit es vielleicht nicht jeder sieht. Die Wunde im Gesicht, die schon seit Jahren nicht verheilt, ist auch immer noch nicht verheilt. Und so steht an dieser Tonne halt so ein bisschen die Hände über das Feuer, dreht sich gerade um. Oh, Asgrim. Daneben ihm Ardo Werheimer, überaus durchschnittlicher Mensch. Ganz genau neben Travigor und Corian fällt Ardo kaum auf. Er ist unauffällig groß, unauffällig gut aussehend, hat keine sonderlich großen Körpermerkmale, militärisch kurzgeschnittene Haare, dunkle Kleidung, darüber eine Lederrüstung. Er trägt einen kurzen Drei-Tage-Bart, straßenköterblondes Haar und wenn man sich genauer mit ihm unterhält, ihm genauer in die Augen blickt, sieht man, dass diese grün mit goldenen Sprenkeln sind. Auf seinem Rücken trägt er einen Andertreibhänder. Und an seinem Gürtel mehrere Wurfdolche. In dieser doch relativ wilden Runde sticht ein Krieger besonders daraus hervor, komplett in Orange gekleidet, Ritter Travigor. Genau, mit stolz geschwellter Brust steht er da, in Kettenrüstung, darüber ein Wappenrock, leicht erkennbar als Ritter des Heim- und Herdfeuers zu Romulus. Auch Gänseritter genannt, hat einen Mantel und trägt auch einen Andertalbhänder am Gurt. Auffallend ist noch der Helm, wo eine Holzgans drauf als Helmschmucke drauf geschraubt wurde. Während ihr so dort steht, die anderen mustert euch vielleicht grimmig zunickt, wie es nur Krieger tun, auf ihre unverständliche Art und Weise, könnt ihr sehen, wie die Zeltplane beiseite geschoben wird vor dem großen Zelt, vor dem ihr gerade stehen geblieben seid. Noch einige merkwürdige Symbole, Schlangen, vielleicht einige merkwürdige
Symbole von Hesinde. Ihr seid euch nicht ganz sicher. Ihr wart nie besonders firm mit der Heraldik. Tritt eine weitere Frau heraus, die so gar nicht in euer Bild hineinzupassen scheinen mag. Mahira Sabamosde. Ja, eine Hesinde-Geweihte offensichtlich. Man erkennt sie an den grünen und goldenen Gewändern, Wickelgewänder, die sie an ihrem Oberkörper trägt. Ein langer Rock mit Symbolen bestickt. Sie ist allerdings keine mittelreichische Hesinde-Geweihte, die ihr vielleicht eher kennt, sondern stammt offensichtlich aus dem thulamidischen Kulturkreis, was auch ihr eher dunkler Teint, ihre dunkelbraunen Haare und Augen bestätigen. Sie trägt relativ viel Silber- und Onyx-Schmuck und hat auf ihrem Kopf ein ziemlich kostbar aussehendes, sehr langes Kopftuch, das auch mit Grün und Gold bestickt ist. Und in der Hand trägt sie einen dunklen, geschnitzten Kampfstab, der mit Schlangensymbolen verziert ist. Ah, das sind die Helden. Kommt bitte herein, herein. Selbstverständlich, Hallo. Holde Dame. Euer Gnaden nehme ich an. Ich verbeuge mich erstmal. Ach, ein Ritter. Ja, was habt ihr denn da an? Ritter des Heiligen Herdfeuers zu Romilis. Ihr habt sicherlich von mir gehört. Oder? Aber sicherlich von eurem Orden habe ich auf jeden Fall gehört. Ach, das habe ich mir gedacht. Wunderbar. Und spielt ihr denn auch die Laute oder ein anderes Instrument? Die Flöte. Die Flöte, so, aha. Nicht besonders gut, also meine Kunst liegt eher in der hohen Minne und beim Kämpfen ein wenig. Ach, das gefällt mir aber. So stellt man sich in meiner schönen Heimat einen mittelreichischen Ritter vor. Sehr schön, dann kommt einmal hinein. Und wen haben wir hier? Nun, das ist meine Begleitung, aber ich denke, Sie können sich sehr gut selber vorstellen. Zum Gruße, Ardo mein Name. Ich nick mal kurz, geh ein bisschen runter. Er ist ein vortrefflicher Wildnisführer, er ist ein wenig bescheiden, aber er kennt sich hier in der Gegend sehr gut aus. Sehr gut, muss man sagen. Ach, ein echter, wie sagt ihr auf Gareti, ein Dorfbub? Beinahe. Sehr schön. Und ich denke, nun, er ist der Herr Sinde auch sehr nah. Ich zieh kurz die Augenbrauen hoch, schau Travigor verwirrt an und nicke dann vorsichtig. Entschuldigt. So, ihr versteht euch dann wahrscheinlich auf die schönen Künste. Die Geschichtswissenschaft, die Baukunst, die Steinkunde. Die Sternkunde? Nein. Nee. Naja, ich kann ganz gut mit Pflanzen und Tieren. Das kriegen wir schon hin. Nun hineinspaziert. Danke. Ja, dann schreite ich. Ihr nach und nach in das Lager hineintretet, beziehungsweise in das Zelt, könnt ihr im Inneren wohl durch merkwürdige Steine, die oben befestigt worden sind, erkennen, wie ein großer Tisch dort steht mit einer großen geretischen Karte, also das typische Feldherrenzelt, wenn man so mag, mit einer großen Karte der Wildermark drauf ausgebreitet, viele kleine Fähnchen, Wimpel, die dort stehen, irgendwelche Marschbefehle, irgendwelche kleinen Symboliken, die dann von links nach rechts verschoben werden können, die dort gesammelt werden können. Und viele Schlangenornamentiken. Wenn ihr hinter den Tisch tretet, könnt ihr eine weitere, sehr gut aussehende Dame erkennen, die wohl auch aus dem thulamidischen Raum stammen könnte. Hat auch viele Schlangen sich ins Haar gebunden. Also irgendwelche Ornamentiken aus Gold oder aus verschiedenen anderen Metallen, die da in ihren Haaren herumspielen und einen weiteren Korb, der dort wohl noch relativ groß in der Ecke zu stehen scheint. Ein großer Korb aus Korbgeflecht. Sie nickt euch zu, wenn wir das Zelt betreten, gehe ich nochmal zu Ardo ran. Ich habe irgendwie ein wenn man schon mal etwas erlebt hat. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wie ist das? Irgendwas Horasisches, keine Ahnung. Na, dann will ich es vielleicht gar nicht wissen.
fragt ihr Sinnegeweihte. Doch, ich war lieber nicht. So, etwas mehr Disziplin, wenn ich bitten darf. Tretet da rein, ihr habt bereits schon genug warme Luft rausgelassen. Ach, natürlich, natürlich. Das steht doch nicht im Weg. Das ist auch noch ein Zelt. Gut. Schön, dass ihr euch endlich eingefunden habt. Ich bin Purothea, Schlangentochter, Hochgeweihte des SOD, des Saka Ordo Draconis. Draconita sagt man, glaube ich, umgangssprachlich, in den fernen Landen. Der Heilige Drachenorden, aber nun wollen wir uns nicht um die Vertiefung allen Wissens bemühen, sondern vor allem um die kriegerische Umsetzung dessen. Ich habe eine Mission, die ich von dem Reichserzmarschall Leomar vom Berg aufgetragen bekommen habe, und diese soll bitte durch euch ausgeführt werden. Es geht dabei um eine Globule, die den Namen Blutkerbe trägt, und dieser mögt ihr bitte nachspüren. Diesbezüglich gebe ich euch Mahira Sabamosde mit auf den Weg, die mein Ohr vor in dieser Globule sein wird. Euch, selbstverständlich. Euch obliegt es. Das ist also für die Unwissenden. Ritter Travigor. Ja. Und du kannst wohl sehen, wie sie so ein bisschen zischt. Euch obliegt es, als Krieger, als Ritter, als Männer und Frauen von Ehre, sie zu beschützen, sodass sie Wissen sammeln kann in meinem Namen, in unserem Namen, im Namen des SOD. Das soll heißen, wir dürfen Amme spielen. Amme? Ja. Herr Werhammer, ich glaube, es euch ist nicht bewusst, wie kritisch die Situation in der Blutkerbe sein mag. Nein, ich habe davon noch nicht wirklich was gehört. Nun, mir wurde zumindest aufgetragen, dass ihr den ersten Schlüssel beigetragen habt, als ihr vor ungefähr einem Monat für den Reichserzmarschall einen Auftrag im Sonnenland nachgebt. Ich schau mal zu Kurien. Ich weiß, was du meintest. Mahira, mögt ihr bitte vortragen, was ihr über eine Globule namens Blutkerbe wisst? Wo fange ich denn bloß an bei den ganzen Globulen? Vielleicht ist es euch schon zu Ohren gedrungen, dass es in letzter Zeit häufiger Phänomene mit solchen Globulen gegeben hat. Ja, sogar etwas südlich von hier in Romilis. Das ist eine schöne Stadt. Vielleicht wart ihr schon mal da, vielleicht aber auch nicht, wenn ihr nur ein Dorfbub seid. Egal. Wo war ich denn geblieben? Nun ja, in Romilis gab es auch eine solche Globule. Leider ist sie aber verschwunden, bevor ich sie untersuchen konnte. Da drang uns aber zu Ohren, dass es hier weiter nördlich diese sogenannte Blutkerbe geben soll. Was für ein unheimlicher Name. Brrr, das schüttelt mich jetzt schon. Nun ja, wie auch immer. In dieser Blutkerbe wurden verschiedene Zeichen einer dämonischen Präsenz gezeigt, vermutet. Aus verschiedenen Quellen haben wir das gehört. Und, naja, alles, was darauf hindeutet, das wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr gefährlich. Und, wie ihr vielleicht wisst, eine Globule ist eine kleine Tasche, die sich in unsere Realität geschoben hat, aus einer anderen Dimension oder Sphäre, wie ihr auch nennen würdet. Oh, es ist allerhand. Faszinierend. Aber nun, es ist unsere Pflicht, denke ich, euch zu beschützen. Das nur angebracht. Nicht nur ist das eure Pflicht, sondern unter anderem seid ihr auch die Wegweiser, die in diese Globule führen werden. Wegweiser. Uns wurde zugetragen, dass ihr, Korean Lysilia, und auch ihr, Rafim Ibn Kanawa, so ihr denn eben gerade angekommen seid, über einen Wegweiser verfügt, so ihr dann diesen Fluss, der sich Gernard nennt, übertreten habt. Ihr meint das Dämonenmal, das man dann auf die Hand kriegt, richtig? Korrekt. Wir sprechen von Dämonen? Dem Mal. Was für Dämonen? Das hatten wir doch schon, Korean. Irgendwie so ein Dämonenmal. Das sieht aus wie ein Chormal, aber das verarscht dich nur. Ich hab das mal von unserer Magierin damals überprüfen. Wie, was jetzt? Das war nicht echt? Ja, halbwegs. Also echt nicht Chor-echt und so. Darf ich einmal sehen? Eure Hände? Ja, ist nichts mehr da. Oh, zu schade. Naja, wir müssen einfach näher gehen, dann kann ich das endlich sehen und untersuchen. Mit meinen eigenen Augen und so. Könnt ihr die Zukunft voraussehen? Die Zukunft? Naja, also gewisse Dinge lassen sich sicherlich also ihr wisst schon. Nein. Ihr könnt euch vielleicht mal meine Hände anschauen. Und ja, ich pflege sie in der Tat. Ach ja, das kann ich sehen. Ja, sehr schön. Hab Dank. Weiter? Also, wo müssen wir hin?
Irgendwie über den Fluss und dann nach Norden. Aber wohin nach Norden, kann ich euch nicht sagen. Ach, dann müssen wir wohl einfach näher gehen und uns von dieser Zeichnung leiten lassen. Das wird spannend. Ad Primo, es ist eure Aufgabe, nicht nur Mahira Sabamosde in diese Globule zu geleiten und sie mit eurem eigenen Leben zu beschützen, sondern Ad Secundo, es ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie all das Wissen einsammeln kann, Ad Tertio und diese Globule zu vernichten. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber in Ordnung. Wie vernichtet man so eine Zwischenwelt oder eine Taschenwelt? Mahira, möchtet ihr ausführen? Aber sicher, Globulen, so ein wunderbares Phänomen. Entschuldigt, ich bin ein bisschen fasziniert und begeistert davon. Ihr müsst euch so eine Globule ein bisschen wie ein Lebewesen vorstellen. Was hat das Lebewesen in sich, das immer für das fließende Leben sorgt, das pumpt und so? Hm? Was ist es? Blut. Es hat ein... Es hat Organe. Und was steckt in eurer Brust? Und das heißt, wir dringen dann durch diese Organe in das Wesen ein? Ich glaube, ihr meint ein Herz. Ja. Ach, wunderbar, Herr Rafim. Wunderbar. Aus euch kann noch ein Gelehrter werden. Hoffentlich nicht. Nun ja, jede Globule hat auch ein Herz. So, und wie dieses Herz aussieht, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das kommt darauf an, wie diese Globule beschaffen ist. Wir dringen jetzt in eine Globule ein, die, welchem Dämon angeschrieben ist? Hm? Der eine mit Gegenspieler Rondras. Richtig, dem Gegenspieler Rondras. Wunderbar. Und mit welchen Aspekten ist er assoziiert? Hm? Gewalt. Mord, Gnadenlosigkeit. Ja, wunderbar. Ja, Gemetzel und Blut und alles sowas. Organe, zerfetztes Gewebe. Naja, das ist ja ein bisschen ekelhaft. Egal. Jedenfalls so ähnlich könnte das dann aussehen. In einer Globule des eisigen Jägers zum Beispiel könnte es ein großer, böser Eiskristall sein. So ein richtig scharfkantiger. Und wir müssen nach dem Herzen dieser Globule Ausschau halten und dieses vernichten. Und so vernichten wir die Globule. So bringen wir da drin alles um. Ja, das ist ein gutes Werk, das wir an den Göttern tun. Alles wirklich? Reicht es nicht, das Herz zu vernichten? Ja, das reicht. Und wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch in der Globule sind? Das ist eine gute Frage, das ist ein guter Einwand. Was passiert dann mit uns? Das ist eine These, die ich bisher noch nicht bestätigt gesehen habe. Wir werden einfach Forscher sein. Wir werden das zum ersten Mal erleben. Das wird sehr spannend werden. Also wir laufen sehr schnell da weg. Wir vertrauen natürlich auf die Götter. Die werden uns mit Sicherheit sicher aus der Globule herausführen. Kor hilft, das wird immer schöner. Ja, nicht wahr? Globulen wart ihr denn schon, werte Dame? Das wird jetzt meine erste. Aber ich habe schon sehr viel darüber gelesen. Oh. Sag mal, wie gut könnt ihr mit dem Stab in eurer Hand umgehen? Mich haben mal versucht, ein paar Strauchdiebe zu überfallen. Den habe ich tüchtig auf die Nase gegeben. Mhm. Wäre, glaube ich, besser, wenn ihr ein bisschen weiter hinten steht. Ja, das finde ich gut. Von dort aus sieht man auch besser. Vielleicht könnte ich auch mich mal auf eure Schultern stellen. Also, ich glaube, von da aus sieht man auch ganz gut. Oder ihr wartet, bis wir auf die Seite treten. Ja, oder so. Werte Dame, Drakoniterin, wann soll es denn losgehen? Sofort. Wenn ich fragen darf. Sofort? Selbstverständlich. Oh. Wenn ihr noch etwas braucht, dann werdet ihr euch im Lager sicherlich bei den Waldlöwen von dem Reichserstmarschall umsehen können. Aber ansonsten habe ich keine weitere Information für euch. All das, was wir wissen, sollte wohl auch Mahira Sabamosde wissen. Sie ist, wie gesagt, mein Ohr und kann euch ebenso berichten. Es gibt keine Geheimnisse, die ich für euch habe. Und es ist selbstverständlich, dass ich keinen Sold brauche oder dergleichen. Ich mache das natürlich aus reiner Göttergefälligkeit. Das steht ja außer Frage.
Ad maximum gloriam Dea, zum Ruhme und Wohle der Göttin. Genau das. Rein so die Art und Weise. So ein paar Dukaten wären schon ganz schön. Also, jetzt nicht für den Herrn Travigor, aber ich, Corian und ich brauchen was zum Leben. Nun, wir werden euch sicherlich... Corian, wie war das mit gutes Gold und so? Hilf mir, komm. Bitte. Ich mach das nicht für Ume. Also ich, das ist ja unangebracht. Nun, wir werden sicherlich den ein oder anderen Dukaten für euch auftreiben können. Allerdings sagen wir 5 Dukaten im Vorfeld und sollte Mahira Sabamoste wieder wohlbehalten in meine Hände zurückkommen und ihr nichts geschehen sein, dann werde ich auf 50 Dukaten auffüllen. Ich schau mal Kurieren an. Pro Person. Nicke. Selbstverständlich pro Person. Ich nicke. Und sehr Gefahrenzuschlag? Das ist der Gefahrenzuschlag. Naja. Na gut. Allerdings nur solange Mahira Sabamoste wohlbehalten zu uns zurückkehrt. Was versteht ihr unter wohlbehalten? Nun, das wird wohl Mahira am besten selbst definieren können. Immerhin geht es um ihr Leben und um ihre Gliedmaßen. Viel Erfolg. Ja. Oh, Mahira, guck dich ein bisschen entrüstet an. So, das ein oder andere Bein oder Arm braucht ihr nicht, oder? Ihr seid ein Scherzbold. Wir werden euch natürlich mit unserem Leben verteidigen. Ja, sei es das Letzte, was wir tun. Ja, dann heilige Pflicht bei den Göttern. Ich glaube, sie will alle Gliedmaßen behalten. Also, Herr Raphim, ihr habt schon wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Das macht mich sehr glücklich. Können wir jetzt endlich dahin gehen und die alle umbringen? Ich meine natürlich die Geweihte vor den Bösen schützen, damit sie Wissen sammeln kann. Vortrefflich. Ich denke schon. Braucht ihr noch etwas aus dem Lager? Ich werde noch einen Bekannten kurz suchen. Sollte nicht andauern. Ich werde derweil noch ein paar Heiltränke besorgen. Das wäre sehr gut. Ein paar Heiltränke. Ein paar viele Heiltränke. Ein paar sehr viele Heiltränke, wenn es geht. Herr Ardo, nun übertreibt aber nicht. Aha. Hat nicht zufällig jemand Brandöl dabei? Wäre auch zu gut. Zunderschwamm. Damit kann ich nicht dienen. Aber ich muss nur mal ansprechen, das mit dem Sold, nun, das klärt man doch lieber im Nachhinein. Also, das ziemt sich nicht, über den Sold so schnell zu reden. Vor allen Dingen bei so einer göttergefälligen Arbeit, denke ich. Es ist doch unsere Pflicht. Das ist doch eine Herzensangelegenheit, da redet man doch nicht über Sold. Natürlich, aber es ist doch schließlich auch Korians und meine Pflicht, nach den Geboten des Herrn Kor zu leben. Und naja, gutes Gold lässt sie nicht von selbst schaffen. Naja, also ich mache das meistens so, dass ich erstmal sage, dass ich es umsonst mache und dann bekomme ich im Nachhinein doch noch die Bezahlung und ich muss sie dann göttergefällig annehmen. Bezahlung eines Söldners wird im Vorfeld festgelegt. Kunchima-Kodex. Während ihr aus dem Zelt herausgetreten seid, könnt ihr wohl erkennen, wie es mittlerweile über euch begonnen hat zu regnen und sich mittlerweile der Herbst bemerkbar macht. Der Winter ein bisschen aufgefrischt. Frage an Corian, möchtest du noch irgendetwas mitnehmen oder irgendetwas in dem Lager tun? Ich habe alles dabei, was ich brauche. Gut, Ado, du wolltest noch einen Bekannten aufsuchen? Ja, ich gehe zu dem Bekannten, Waldlöwen, der mich in den letzten Monaten immer mal wieder mit Schnaps versorgt hat, hol mir da eine gute Flasche. Und dann würde ich mal schauen, ob ich irgendwo noch einen Zaubertrank herbekomme. Ein Zaubertrank? Wo willst du denn den herzaubern? Würfel mal eine Gassenwissenprobe. Natürlich. Kann Raphim auch machen, wenn er sein Brandöl bekommen mag. Ja, da gucke ich doch mal. Ja, du fragst dich ein bisschen rum, Ardo. Also Schnaps bekommst du in rauen Mengen, vor allem dann das selbstgebraute gute Zeug, was dann auch teilweise blind macht, zumindest für kurze Zeit.
Aber das ist so ein bisschen dieses Spiel, es ist so eine kleine Mutprobe mittlerweile, wie lange man wohl blind bleibt, wenn man das Zeug trinkt. Derweil kann sich Rafim dann bei den anderen Leuten oben hören, umschauen, wohl noch einige Zwerge finden, die dich wohl auch wieder erkennen. Und unter anderem bekommst du dann, nachdem du Angrospinia getroffen hast, die Baronin von zwei Mühlen, einen großen... was brauchst du? Willst du so kleine Brandäpfel haben oder ein großes Fass? Was hättest du gerne? Brandäpfel hat, die man werfen kann, nehme ich die natürlich. Wenn sie die nicht hat, würde ich auch so ein Fässchen nehmen. Ja, also sie kann dir beides geben. Ist natürlich die Frage, wie du das transportieren willst. Ja, dann nehme ich die Brandäpfel und frag sie mal, wie die funktionieren, weil ich die noch nie eingesetzt habe. Ja, anzünden, kurze Zeit warten und dann werfen. Also sie sagt so 2 Sekunden. Du weißt aber nicht, wie viel 2 Sekunden sind. Ich gebe dir der Herr Sinne geweiht, dann hat die auch was zu tun. Dann ist ja nicht so langweilig. Ja, du siehst wohl gerade, wie sie auf dem großen Wagen steht, wo Abelmir noch die Balastrina hat eingebaut. Es gibt da auch wohl immer noch euer Pferd, Esel, irgendwie so ein Büschding, was da wohl nicht vorgebunden ist, aber was daneben steht und grast. Ah, schön. Abelmir ist uns schon auf die Tasche gelegen, wie in seinem hässlichen Wagen. Wollt ihr ihn gleich mitnehmen? Über den Fluss, also ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Achso, ihr wollt gar nicht zurück. Ich dachte, ihr seid jetzt im Auftrag von Abelmir hier. Ja. Ja, dann, sagt ihm einfach, dem Wagen geht's gut, wenn ihr ihn das nächste Mal wieder seht und dass ich sonst noch ein bisschen weiter dran herumschraube. Ja, das freut ihn. Ich habe auch gehört, er möchte unbedingt, dass sie daran bastelt. Ja, okay, dann wenn ich die Freigabe von euch habe, sehr gut. Eins von beiden. Entweder ihr sollt nicht daran basteln oder ihr sollt daran basteln. Aber ich vertraue da ganz auf euch. Ja. Entscheidet das ruhig selber. Gut, alles klar. Ja, Angrosch zum Gruße, ne? Viel Erfolg bei dem, was auch immer ihr tut, da drüben. Ach, wir bringen was um, das wird super. Ja, fahrt ihr an 2 Mühlen vorbei? Ich glaube nicht. Wieso? Hätte ja sonst sein können, dann sonst wäre ich mitgekommen. Ach, also wir kommen hier bestimmt noch mal vorbei, dann machen wir den Umweg. Ja, okay, gut, dann... Ja, sonst, aber es kann ein bisschen dauern, ich kann nichts versprechen. Ja, sie gibt dir ihre ölige, verschmierte Hand zum Kriegergruße. Ja, ich nehme sie auch. Ja, also ich kann nichts versprechen, das ist so ein Globulending. Ja, aber seine Gewalt hat schon ganz viel gesagt und ich habe die Hälfte nicht verstanden. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Globulending. Danke, das wird bestimmt so.